Philipp, was machen wir jetzt? Wo sind wir? Wir bauen jetzt auf. Wir haben heute einen straffen Zeitplan. Heute Holy Lausitz, dann Stadtfest Bischofswerder und dann heute Abend krönender Abschluss. Straßgräbchen, Festivalshow mit der gesamten Crew. Ja, wir müssen jetzt dranhalten. Wir haben nicht viel Zeit, aber... Das Team, Teambox. Wir schaffen das. Wir sind ein Team, nie ohne mein Team. Wir schaffen das, wir rocken das. So, wir werden nachher noch ein bisschen chillen am See, ein bisschen Bahn gehen. Ah. Alter, ey, die ist so warm. Ich wette, die hat sich komplett verstimmt. Ach, Kacke. Na, vielleicht klingt sie besser jetzt. Ah. Christian, was machen wir jetzt? Das willst du ganz genau, was wir jetzt machen. Ja, okay, wir gehen auf Versorgungsmission. Ja, wir werden jetzt für die ganze Crew mal ein paar Sachen holen, um das Tourleben ein bisschen einfacher zu machen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Wasser, weil es warm ist. Wir ganz viel Gummibärchen. Ganz viel Gummibärchen. Wir brauchen rote Weintrauben mit Kernen. Ja, hat sich Jule gewünscht mit Kernen. Hat sie extra betont. Also sie mag das Knacken. Ja, sie findet das halt nicht so gut, wenn die behandelt, wenn die irgendwie so gezüchtet sind. Ja, nee, das sind natürlich gezüchtete Sachen. Das ist okay, auf geht's. Ja, danke, dann eine schöne Woche. Tschüss. So, wir sind jetzt fertig mit dem Soundcheck und Julo, wir fahren jetzt. Weintrauben fressen. Wir fahren jetzt zum Holy Lausitz an den Bärwalder See. Schwitze wie verrückt. Alles gut, solange das Wetter gut ist, freuen sich alle. Und danach fahren wir nach Bischofswerder. Aber jetzt geht's erstmal zum Holy. 2, 1, 0. So, wir sind jetzt schon fertig mit dem nächsten Auftritt. Ich habe vergessen, was zu filmen. Wir waren jetzt beim Holy, haben das erfolgreich abgeschlossen, gehen jetzt noch was essen und dann geht's weiter zum nächsten Gig, nicht Straßgefühl, sondern Bischofswerder. Stadtfest Bischofswerder. Ja, auch sprechen ist schwierig. Erstmal was essen und dann können wir wieder klar denken. Genau. Stimmt, einfach nur mit der Lagerfluss und andersrum. Das sieht aber nicht sehr lecker aus. Alles sieht sehr, sehr lecker aus. Ist es auch. Mhm. Lob an die Küche. Shoutout. Herr Südo, was machen wir denn gerade? Denn jetzt hin? Nach Bischofswerder. Ja, ich wollte nur eine kurze Sequenz machen, wie wir laufen zum Auto und jetzt. Wie wir laufen zum Auto? Wie wir laufen zum Auto und dann ganz motiviert, jetzt geht's los. Ja, jalla. Das Essen war lecker, ich habe noch das Leinöl mitgenommen. Das gab's gratis zum Essen. Also naja, gut, man hat's ja mitbezahlt. Hat ja bezahlt. Das Aperitif war das. Bingo Bango! Voll meine Musik, Andrea Berg. Die ist bestimmt live Cora. Da. Das ist Cora. Ach so. Amsterdam. Und das können wir nicht veröffentlichen. Schuhe putzen muss auch sein. Jetzt film nicht meine zu kurzen Socken. Das haben wir, glaube ich, nicht mal gesehen. Was denn? Eine kurze Socken? Ja. Also ihr meckert alle auf mich, aber... Ah. Ist egal. Hallo. Kaffee ist ganz wichtig. Haben wir schon gesagt, ohne Kaffee geht heute nämlich nichts. So, bei uns geht es jetzt gleich los mit dem zweiten Auftritt. Und danach geht es weiter nach Straßgräbchen. Wir melden uns dann da nochmal wieder, wenn wir beim letzten Auftritt des Tages angekommen sind. Da dann nochmal mit der Festivalshow. Heute jetzt hier nochmal mit der Clubshow, nachher nochmal mit der Festivalshow mit allen Leuten zusammen. Da wird dann nochmal richtig abgerissen. Da gibt es auch nochmal komplett von uns Feuerwerk, Pyro, Konfetti. Aber wir werden es ja dann sehen.
Also wir melden uns wieder, wenn wir dann auf dem Weg nach Straßkäbchen sind, zur letzten Station des Tages. Heute entsorge ich meine Schuhe. Für mich strahlt die Sonne schon wieder. Nee, ich bin sehr, sehr müde. Das war richtig geil. Straßkäbchen, ein krasser Tag ist geschafft. 3 Gigs. Holi, Lausitz, Bischofswerda, Stadtfest und Straßkäbchen. Ist schon schwierig um die Uhrzeit jetzt. Es war mega, es war coole Stimmung, mega viele Leute. Wow. Seht ihr alles im Aftermovie? Im Aftermovie? Danke, dass wir das alles erleben dürfen. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Ich würde sagen Rockröhre. Julius ist unsere neu ernannte Rockröhre.